Jupp, hallo, da bin ich wieder. Ja, ich habe in der letzten Folge einen super Parcours gemeistert. Und jetzt hole ich das mal nach. Das war sehr professionell von mir. Aber gut, ich lerne ja. Hoffentlich. Nicht vergessen, mehr Machtfähigkeiten. Hä? Bleib liegen. Kugelschlosser. Ja, hallo, guten Tag. Hallo, ja, ich helfe schon. Sind das überhaupt die richtigen Javas? Einen wegschmeißen kann. Du wagst das. Leichter als Mortau. Ob ich wohl dort hochkomme? Ach ja, wie habe ich das nochmal gemacht? Ja, ach ja. Aber erstmal. Oh. Ah, Vorsicht. Ja, sag mal. Ah, das geht automatisch. Ja, die Schutzwaffe ist nicht so effektiv. Na, ich habe keine Macht mehr. Na gut. Hep und hep. Und ich bin wieder müde. Sag mal. Nein. Komm schon. Und ein hopp. Hep, 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 hep. Achso, er. So. Reingehen. So. Yeah. Und jetzt ist man wieder hier. Doch vielleicht dahin? Ja, und was jetzt? Ich kann mehrere Machtfähigkeiten gleichzeitig verwenden. Ah. Nein! Ach komm! Ah. Das gibt's doch nicht. Ich müsste echt öfters speichern, aber okay, Moment, das. Wird Zeit, einen auf Sturmtruppler zu machen. Thank you.
das habe ich jetzt wieder mal geschafft. Ich habe diesmal sogar gespeichert und jetzt schaue ich noch mal mit meinem Gespür, ob es nicht doch vielleicht irgendeinen Weg gab. Aber scheinbar nein. Okay. Diesmal versuche ich mal ein bisschen Geschwindigkeit zu benutzen. Das habe ich, um hierher nochmal zu kommen, auch gemacht und ich dachte mir, klappt doch eigentlich ganz gut. Okay, das muss ich scheinbar deaktivieren. Ah, ballert ja. Ah, ja, das reicht schon. Na, komm her. Oha. Komm her, du. Na, ja, und? Ach komm, ich nehme eine Granate. Hier. Dammit. Na, also geht doch. Da habe ich auch gleich schon mal die Geschwindigkeit benutzt. Aber was macht ihr denn hier eigentlich überhaupt? So. Gott, bist du dämlich. Okay. Oh, okay, hier bin ich richtig. Wie viele Droiden haben die Droiden? Gute Frage. Alle. Zumindest viele C3PO-Einheiten. So, was gibt's denn hier eigentlich? Schrott. Oh, Gong. Der heilige Gong sagt nichts. Außer Gong. Für die Energie klein, sehr gut. Das deaktiviere ich mal. Ich weiß noch, was in die Luft fliegt. Aha. Feuchtwarmanlage, Gerät. Okay, wo war es? Ja. Gibt's hier was? Ein Secret oder so? Oh. Wait. Ein Maus-Druide. Wie cool ist das denn? Okay, Geschwindigkeit. Was? Okay, jetzt ist die Tür offen. Jawohl. Ach komm, wirkt doch. So eine Gelegenheit verpatzt, ne? Junge. Na gut. Habe ich gerade jemanden Platz gedrückt? Keine Ahnung, ich hoffe mal, war lustig. Oh. Nein, aus. Griff. Oh, wie cool. Okay, dann schaue ich mich noch mal ein bisschen um mit Gespür, mit Feingefühl und Gespür. Sonst gibt es nichts weiter. Nein. Okay. Okay. Du musst der Droide sein, wegen dem wir hier sind. Aber es sind keine Javas mehr da, mit denen ich verhandeln könnte. Folgt mir doch einfach. Ja, gut. Oder sind die alle tot oder was? Folgt mir, hab ich. Ah. Durch das Toilettenrohr, genau. Ah ja. Oh. Hä?
Das war nicht Geschwindigkeit, aber okay. Oh. So. Yeah. Oh. Ich habe mir langsam Sorgen gemacht. Gab es Probleme? Wenn man einmal von den Sandleuten absieht. Na, dein Kopf ist noch dran. Das scheinst du ja geschafft zu haben. Schaffen wir den Droiden zurück zur Akademie. Gute Arbeit, Taschenlampe aus. Kyle sagte mir, du hast den Droiden allein geholt. Nur die armen Javas. R2 durchsucht die Speicherbänke des Droiden und guckt, was wir für Informationen finden. Mhm. Ja, also wir sind 74 mal gesprungen. Mit dir meine ich mich. Und als nächstes kommt Blitz, das verspreche ich. Oder Würgegriff. Nee, Blitz. Blitz ist cooler. Beim Wirken sieht man nur eine Illusion. Okay. Ich drücke mal auf Fortsetzen. Ich habe beunruhigende Neuigkeiten. Als Kyle und ich das abgestürzte Shuttle untersuchten, hat jemand in meinem Quartier meine Aufzeichnungen durchwühlt. R2 versucht herauszufinden, was sie suchen. Okay. Ah. Oh. Was macht dein Training? Ich war auf ein paar Botengängen. Nichts wirklich Spannendes. Bei mir auch nicht. So scheint das Training wohl abzulaufen. Dachte, das wäre nur bei mir so. Meinst du, dein Meister hält dich bewusst zurück? Damit du ihm nicht am Ende zu mächtig wirst? Wie kannst du sowas sagen? Also, Kyle scheint meine Talente nicht wirklich zu fördern. Ich war schon auf ein paar Missionen mit ihm, aber an die richtigen Sachen lässt er mich nicht ran. Vielleicht hat er ein Auge auf dich, wie du die Einsätze erfüllst. Ich würde mir keine Gedanken machen. Ich weiß nicht. Was meinst du, Jaden? Also ich... Bereit für eine Mission? Störe ich gerade? Nein, kein bisschen. Ich bin bereit. Los geht's. Ah, also okay. Ja, das waren die Sandleute. Die armen Javas. Oh nein. Wollen wir die selber in die Flammen laufen? Vermutlich war das der Händler. Das war's von mir aus. Danke fürs Zuschauen. Und vergiss das, was hier vorhin über der Lava passiert ist. Ich glaube, die Episode 3 wurde da nicht nachempfunden.